So, hier wird er überfallen. Er wusste es nicht. Hallo, Nils Drube. Aber eigentlich will ich ja mal den Horst Rieger interviewen. Hallo, Horst. Ich bin nicht gekämpft. Nein, Nils, ja, wer hätte das gedacht? Heute bist du einer der prominentesten. Nee, das ist Henning. Henning? Okay, Entschuldigung, dann habe ich mich vertan. Henning, du bist einer der prominentesten Leute. Sven Hosiak ist auch hier. Ihr seid das neue Trainerduo bei den Sportfreunden Lotte. Das freut mich persönlich total, dass du das geschafft hast, weil ich weiß, wie hart du auch an der Trainerlaufbahn gearbeitet hast und zielstrebig. Angefangen bei Westfalia Kinder aus der A-Jugend, ne? Das stimmt, ja. In der B-Jugend, glaube ich. In der B-Jugend erst noch. Ja. Dann hast du auch da die erste Mal trainiert und dann ging es weiter. Alles schon ewig her. Genau, Preußen Münster hast du dann gemacht bei Leverkusen in der A-Jugend. Wie ist das denn mit Lotte entstanden nochmal? Nacht- und Nebelaktion. Manchmal ist das halt so, ne, dass im Fußball, dass es manchmal schnell gehen kann. Und dann war es für uns relativ schnell klar, dass wir es machen wollen. Da haben wir uns vorgestellt und haben unser Konzept vorgestellt. Das hat dann wohl gepasst. Und so wie es scheint, passt es ja auch aktuell. Ja, du passt ja im Grunde genommen auch genau in das Profil von Lotte. Die suchen junge, ehrgeizige, aufstrebende Trainer immer wieder, die sich ausprobieren wollen und die auch Lotte ausprobieren wollen und nach vorne bringen. Das ist dir offenbar sehr gut gelungen. Was hast du angesetzt? Was glaubst du, was hat funktioniert plötzlich in der Mannschaft mit dir? Ach, du, wir haben einfach das vorgelebt, was wir irgendwie so erwarten von der Mannschaft. Das heißt, Kommunikation, klare Struktur, demütig sein, hart arbeiten. Und das hat gut funktioniert. Ja. Wenn du jetzt hier die Hallenstadtmeisterschaften siehst, hast du die als Trainer erlebt, das weiß ich, als Spieler auch mal? Ich glaube, da musst du die beiden fragen. Die waren, die waren einer der ganz großen Spieler hier. Stehen auch mit im Heft, glaube ich. Auch mal einer Stadtmeister geworden? Naja, Jugend. Jugend. Und Henning war eigentlich auch Senior ist uns verwehrt geblieben. Henning war, ich hoffe übrigens, dass man euch da hinten versteht. Dieses Mikro ist nicht so super umfassend. Henning war, glaube ich, immer bester Torhüter, wenn er hier angetreten ist. Ja, sehr schön. Nils, schön, dass du mal hier vorbeischaust. Ist ja auch für dich persönlich, du triffst ja viele Bekannte auch wieder, oder? Ja, auf jeden Fall. Mal 2-3 Stunden rauskommen. Unter anderem mich. Ja, alles klar. Alles klar, Nils. Danke dir. Ciao. Gerne. Und euch auch beiden. Ciao.